Hallo liebe Zuschauer und willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben, bei der, wie ihr seht, Toten Diebesgilde. Wie soll ich sagen? Ich habe letztes Mal gespeichert und jetzt gerade wieder geladen und plötzlich waren die alle tot. Ich habe nicht offscreen gespielt, sondern ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Das ist die zweite Aufnahme. Nach dem ersten Mal hat mich das so ein bisschen sehr verwirrt. Dann habe ich abgebrochen und mich schlau gemacht. Das ist wohl ein Bug im Spiel, und zwar, wenn man Lord André Bescheid sagt, dass die Diebesgilde hier unten ihr Unwesen treibt, dann schickt der zum Schlösserknacken, verstehe ich nicht, sozusagen seine Männer los. Und wenn man weiterspielt, dann dauert das etwa einen Tag, bis die hier ankommen und die Diebesgilde quasi tot umfällt. Es sei denn natürlich, man tut, wie ich das getan habe, speichern und laden. Dann geht das Spiel komischerweise, seltsamerweise, der Bug, den ich gerade meinte, davon aus, dass die schon hier waren und die sind alle tot. Leider kriege ich die Erfahrung nicht, aber immerhin kann ich sie ausrauben. Und ich bin gespannt, was sich hier drin verbirgt. Das war ja vorher so ein verschlossener Raum, in den ich nicht reinkam. Ich habe jetzt ganz viele Schlüssel gekriegt von denen. Und hier gibt es ein Bett, eine Truhe. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Die eingeschlossen ist, hinter einer verschlossenen Tür und selber abgeschlossen ist. Ach ja, und sonst so? Nix. Na, das war ja enttäuschend. Kann ich dann wenigstens diese seltsame Tür, von der ich letztes Mal überzeugt war, dass es eine Tür sei, um mich des wunderschönen Konjunktivs und Genitivs zu bedienen, nein, die kann ich auch nicht öffnen. Nun gut, dann schätze ich mal, dass zumindest... Ach nee, warte mal, bei Ramirez waren ja auch ein paar Truhen, glaube ich, oder eine zumindest. Ich schau mich ja nochmal eben um, ob ich vielleicht mit den Schlüsseln jetzt hier irgendwas öffnen kann, was ich vorher nicht öffnen konnte. Ich kann ja immer noch nicht Schlösser knacken. Aber mit den Schlüsseln, mit dem richtigen Schlüssel, kann ich das natürlich tun. Das Schloss öffnen. Das zu dem Schlüssel gehörige Schloss. Hier, Truhen. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Echt? Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Okay, also gibt es doch keine Schlüssel zu irgendwelchen Truhen. Wo ist Ramirez hin? Ist jetzt schon wieder die Spawn, weil ich zu weit weg war? Oder ist das ein anderer Raum? Nee, das ist der. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Keine Ahnung, wo der jetzt hin ist. Wahrscheinlich ist er die Spawn, weil ich zu weit weg war. Aber ist ja egal, ich habe ihn ja ausgenommen. Ich habe hier alles, ich habe die ganzen Sachen. Die Truhen habe ich getestet. Die sind noch da. Nun gut, dann bleibt mir ja nichts anderes mehr übrig, außer hier hochzugehen. Und vermutlich im Hotel rauszukommen. Wenn der Schlüssel funktioniert. Schlüssel? Haha, der Schlüssel funktioniert. Sehr gut. Jetzt frage ich mich, ob sich die nette Dame eines, wo kommst du denn einer her, Schuld bewusst ist. Ich weiß. Sieht so aus. Du brauchst mir nichts zu sagen, ich weiß alles. Ja, sie ist Lass schuldig. Dir bloß nicht einfallen, hier was zu klauen, klar? Wir können es uns nicht leisten, Aufmerksamkeit auf das Hotel zu ziehen. Werte Dame, ich glaube, du hast da was verpasst. Deine Leute sind Tür. Tür sind Tür. Deine Leute sind tot. Ich habe... Okay, da gibt's auch nichts Neues. Nun gut, die Diebesgilde ist ausgeräuchert. Ich habe leider keine Erfahrung dafür bekommen. Was habe ich da noch zu tun? Fernandos Geschäfte. Ja, der will was aus dem Minental. Dragomirs Armbrust beim Steinkreis. Da sind die Goblin-Skelette. Da sind die Banditen. Die sind mir auch zu stark. Die staubende Kreatur ist mir zu stark. Ich könnte Bulko verprügeln. Und das hat Vardras. Er versprach mir, mich angemessen dafür zu entlohnen. Ja, ne? Keine Ahnung. Ich schau mal, ob ich hier jetzt auch Hanna vielleicht verraten kann. Ich meine, hey, sie macht mit der Diebesgilde gemeinsame Sache, das ist verwerflich. Das geht nicht. Das ist böse. Diebe sind schließlich böse, denn sie klauen. Haha, hier. Wegen der Diebesgilde. Du kannst die Sache vergessen. Ich habe ein paar Männer runter in die Kanalisation geschickt. Die Diebesgilde ist jetzt nur noch ein trauriges Kapitel in der Geschichte dieser Stadt. Ja, aber nur wegen eines seltsamen Bugs. Ich will das Kopfgeld für einen Verbrecher kassieren. Hanna! Hanna! Ach, Mist! Nichts Neues! Oh Mann! Ich kann Hanna nicht verpfeifen, was soll das? Die macht doch gemeinsame Sachen mit den Dieben, oder hat sie zumindest und wurde nicht geschnappt. Na gut. Dann
würde ich einfach mal sagen, ich versuche mich an der Erweiterung, bevor ich ins Minental gehe. Kannst du mir eine Weissagung geben? Ja, die Zeit ist vorangeschritten und ich werde dir für ein paar Münzen eine Weissagung geben. Wie viel willst du? Für bescheidene 100 Münzen werde ich für dich einen Blick in die Zeit riskieren. Jupp, mach mal. Erzähl mir von der Zukunft. Gut, Sohn der Tapferkeit. Ich werde mich nun in Trance begeben. Bist du bereit? Ein Söldner. Er wird dich brauchen. Ein schrecklicher Mord. Das Auge. Die finsteren Schergen. Sie kommen. Sie suchen nach dir. Ein Wächter wird fallen. Doch werden sich die drei vereinigen. Erst dann wirst du erhalten, was dir zusteht. Das war alles. Mehr kann ich nicht sehen. Na gut, immerhin 400 Erfahrung. Hört ihr Bewohner, jetzt brauche ich nur noch 410 Erfahrung. Kannst du mir noch eine Weissagung geben? Oh Sohn der geheimnisvollen Zukunft, es ist mir nicht möglich, den Schleier der Zeit zu lüften. Erst wenn die Zeit mir ein weiteres Zeichen schenkt, kann ich wieder für dich sehen. Wann wird das sein? Wenn die Zukunft zur Gegenwart geworden ist und du deine Reise fortgesetzt hast. Die Frage ist, was genau hat er mir damit vorhergesagt? Da bin ich mir gerade nicht ganz sicher, ob er die Erweiterung meint oder das Minental mit dem Söldner, der meine Hilfe braucht. Und die drei Teile, die sich vereinigen. Das habe ich vielleicht das Auge Enos gedacht, das ist ja kaputt, glaube ich. Keine Ahnung. So. Ich habe eine Botschaft für Meister Iskarot. Er ist der Wächter des Schreins vor dem Kloster. Wenn du diesen Weg für mich gehst, kannst du deine Belohnung selber wählen. Na klar, gib mal her. Ich mach's. Gut, dann nimm die Botschaft und wähle eine dieser Spruchrollen. Wenn du die Botschaft überbracht hast, werde ich dich angemessen entlohnen. Eispfeil. Gib mir den Eispfeil. Kampfmagier, ne? Gut. Und so. Dann mach dich nun auf den Weg zu Meister Iskarot. Ich will ja hier Kampfmagier werden. Kannst du mich... Kannst du mich, nee, ne? Du kannst mich da auch nicht hinbringen. Das Problem ist nämlich, der Diebesgilde-Bug, habe ich gemerkt. Erzähl mir. Wenn du daran interessiert bist, dich der Expedition anzuschließen, kann ich dich mit einem Schreiben zu Saturas schicken. Oh ja, bitte. Du kannst natürlich nur dann teilnehmen, wenn du einer von uns bist. Wie werde ich einer von euch? Natürlich. Wie werde ich einer von euch? Ich will einer von euch werden. Oh Mann. Diebesgilde? Nee, da gibt's auch nichts Neues. Waffenhändler. Ja, ich weiß schon, wer das ist, aber ich will noch nicht verpfeifen, weil ich noch eine Quest für ihn zu erledigen habe und Erfahrung kriege. Gut. Wie gesagt, ich habe noch einen anderen Bug. Er hier kann mich zwar zu Saturas schicken. Das Problem ist allerdings, dass, ich habe ja dieses, für Laris, dieses Ornament besorgt, diesen Ornamentbruchstück. Und eigentlich sollte mich Laris zu den Wassermagiern bringen und das Ornament dort abliefern. Leider, ich weiß nicht, woran es liegt, wahrscheinlich eine Mischung aus ich bin Magier und ich habe mich von Laris zur Taverne bringen lassen. Jedenfalls bietet Laris, oder hat er zumindest zuletzt nicht mehr angeboten, mich zu den Wassermagiern zu bringen. Genau. Wegen der... Hier gibt es nämlich nichts Neues. Und bring mir was bei, bringt mir auch nichts. Ich möchte, dass er mich zu den Wassermagiern bringt. Das funktioniert leider nicht, aber er hat leider das Ornamentstück und das werde ich dort brauchen. Und die Lösung dafür ist, das hier öffnen, Laris eingeben und wieder schließen. Und dann habe ich das Ornamentstück von Laris wieder. Das ist zwar letzten Endes ein kleiner Cheat, aber das ist tatsächlich der von den Entwicklern eingebaute Weg, um den Bug zu umgehen. Ich weiß gar nicht, ob man dabei Laris überhaupt stehen muss oder ob es einfach so funktioniert. Aber ich wollte einfach nochmal zeigen, dass die Dialogoptionen nicht mehr da sind und ich entsprechend keine andere Möglichkeit habe, hier wieder weiterzumachen. Aber gut, ich habe jetzt einen Auftrag von Vatras gekriegt. Das könnte ja... Naja, das ist garantiert vom Ring des Wassers ein Auftrag. Den erfülle ich jetzt einfach mal. Einfach, um erst nochmal Erfahrung zu kriegen für den ersten Kreis der Magie. Und zweitens natürlich, um mich dem Ring des Wassers endgültig anzuschließen. Das möchte ich ja tun, um in die Erweiterung gehen zu können. Yo. Gibt's hier was Neues? Hey. Nö, ne? Nö, sieht nicht so aus.
Hast du was Neues von den Piraten? Nein, auch nicht. Okay, ich könnte meine ganzen Sachen verkaufen, aber irgendwie habe ich ja auch gerade keine Lust. Nö. Alles klar, gut. Dann habe ich hier gerade nichts mehr zu tun. Und werde mich auf dem Weg über die verpackte Brücke, die ich einfach überspringe, auf den Weg zu Meister Iskarot machen. So, und was habe ich denn? Oh, ein Wolf, guck mal da. Was habe ich denn an Zaubern dabei? Ich habe Feuerball, viermal. Vergessen brauche ich gerade nicht hier draußen in der Wildnis. Wundheilung, nö. Eispfeil ist, glaube ich, super. Aber ehrlich gesagt, ich habe so wenig Mana. Und ich glaube, das hier ist nur ein Wolf, oder? So wie das aussieht. Ja, das ist nur ein Wolf. Den schaffe ich mit einer Waffe. Komm her. Wolf ist ja jetzt echt ein einfacher Gegner. Und ich brauche noch ganz wenig Erfahrung. Nur noch 350. Zum Beispiel 5 Blutfliegen. Wenn ich mich nicht täusche, gibt eine 70 Erfahrung, oder? Oder waren es 40? 70 waren es im ersten Teil. Ah, wie viel war es? Ich weiß nicht mehr. Komm her, Blutfliege. Komm her. Wo bist du denn? Da bist du. Okay, nur 40. Schade. Nichts zu holen. Egal. Da vorne ist noch ein Wolf. Den hole ich mir. Ich bin ja im neuen Kapitel und dementsprechend habe ich jetzt ganz viele neue Wölfe und Gegner generell. Und hier kriege ich ja entsprechend nochmal ein bisschen Erfahrung auf dem Weg. Ist gar nicht mal so schlecht eigentlich, dass ich jetzt hier in Richtung Kloster auf dem Weg bin. Allerdings werde ich jetzt versuchen, nicht vom Weg abzukommen, denn ich habe ja schon fast den Level. Und ja, ich muss ja zum Kloster, um meinen Magiekreis zu lernen. Ich bin gespannt, was das für eine Nachricht ist für Meister Iskarot, aber ein guter Magier ist natürlich ein guter Bote und vertrauensvoll und wird deswegen die Nachrichten nicht öffnen. Nicht wahr, liebe Neugier? Genau. Du hast gerade erstmal nichts zu melden. Also meine Neugier, meine ich. So, 2 Blutfliegen. Mit einer Waffe oder so. Nee, keine Ahnung. Moldred? Ja, komm, guck mal. Ich bin doch schon quasi, ne? Noch 270. 220. In der Höhle? Auch nochmal 1-2? Na, wie wär's? Na. Leider nicht. Aber ich höre die Banditen da oben. Über der Brücke. Das müssen die sein. Die den Händler überfallen haben. Aber leider sind die halt auch relativ stark. Ich habe so ein bisschen Respekt vor menschlichen Gegnern noch. Ich meine, die Novizenanwärter oder die Magieranwärter, die waren ja schon ein bisschen lächerlich. Andererseits waren es halt auch magische Novizen, die halt nichts wirklich können. Zumindest im Kampf. Und die auch noch nicht wirklich zaubern können. Von daher war das eigentlich keine Referenz. So, hier, Ruka. Man soll den Mund nicht zu voll nehmen. Mit dir rechne ich noch ab. Verlass dich drauf. Na, da bin ich ja gespannt. Gibt's hier was Neues? Erzähl mal. Außer einem fetten Laderuckler. Wie läuft deine Pinte? Es gab schon bessere Zeiten. Oh, komm schon, ich hab dir ein Trinkspiel verschafft. Sag mir deine Wahrheit. Ich hab dir ein Trinkspiel verschafft. Wo die Leute ganz viel bei dir getrunken haben. Sei doch ein bisschen froh darüber. Warum merkt er das nicht? So, hier, ich gebe dir erstmal den ganzen Kram hier, den ich nicht brauche. Oh, den Kampfstab will ich. Spitzhacke auch. Sichel brauche ich nicht. Armbrustbogen. Ja. Hebe ich mir mal auf. Bin mir nicht sicher, ob ich das nicht doch noch gebrauchen könnte irgendwann. Selbst ist aber nicht genau, das hätte ich natürlich gerne. Die ganzen Dinger hier brauche ich. Steintafeln will ich noch lesen irgendwann. Das andere brauche ich noch. Wolfsfelle sind hier irgendwie nichts wert, die kann ich auch behalten. Die Muscheln würde ich gerne öffnen, vielleicht sind da ja Perlen drin. Das könnte alchemistisch interessant sein. Der Tulle gehört vielleicht irgendwem. Den Hammer könnte ich noch gebrauchen. Ich habe so etwas keine Zeit. Tja.
Das heißt, irgendwie habe ich gerade nichts mehr zu verkaufen, ne? Den Runenstein brauche ich auf jeden Fall noch. Nun gut, hier gibt's nichts Neues. Also, ab zum Scavenger. 2 Scavenger. Ich brauche noch 120 Erfahrung. Nur noch einer, dann habe ich's. Komm her, dann habe ich gelevelt. Komm her. Sag ich doch. Ich sollte Hellsichtmagier werden. Ich bin gut darin, die Zukunft vorauszusagen. Nee, nicht ganz. Ich weiß. Aber ich habe gelevelt. Oh, ein Wolf. Ups, 2 Wölfe. Voll nicht gesehen. Da hätte ich mir die Scavenger auch sparen können, oder? Ja, das hätte immer noch genau gereicht. Na, komm her. Sehr schön. Ist ja egal. Ich muss ja auch den nächsten Level irgendwann erreichen. Da habe ich nur gerade voll nicht mit gerechnet, dass hier nochmal 2 Gegner sind, obwohl ich natürlich eigentlich hätte wissen können, dass auch hier neue Gegner sein können. Das war ja irgendwie auch klar, oder? Dass mich hier im neuen Kapitel das Spiel auf den Weg schickt mit ganz vielen neuen Gegnern. Hätte ich irgendwie auch erwarten können. Ich hoffe nur, dass die neuen Gegner hier nicht den Meister Iskarot umbringen. Das fände ich irgendwie ein bisschen blöd, wenn ich die Quest jetzt nicht abschließen könnte. Und vor allem, wenn mein Kollege, mein Magierkollege hier tot wäre. Du. Ich habe eine Botschaft von Vatras. Wie lautet diese Botschaft? Es ist ein Brief. Hier. Gut. Du kannst Vatras ausrichten, dass ich die Nachricht erhalten habe. Als Belohnung für deine Dienste nimm diese Tränke. Sie werden dir sicher noch nützlich sein. Okay, vielen Dank. Möge Innos allzeit über dich wachen. Möge Innos mit dir sein. Ja, das hat geklappt. Ich schätze mal, die Belohnung oder die Erfahrung wäre geringer ausgefallen, wenn ich gelesen hätte den Brief. Aber einfach dieses Sag Vatras, ich habe seine Botschaft erhalten, ist halt so... Ich weiß nicht, das hätte ich mir einfach ausdenken können. Das ist so naheliegend. Gefällt mir irgendwie nicht. Ich hätte mir ein bisschen was anderes gewünscht. So, dass Vatras anhand dessen, was ich sage, wirklich weiß, dass ich da war und nicht nur, weil die Spielengine das hintenrum halt irgendwie doch weiß und Vatras halt im Prinzip alles wissen kann. Aber gut. Ist halt so. Ist ja nicht weiter schlimm. Das sind nur die Details, die mich so ein bisschen stören. Wahrscheinlich achtet niemand außer mir auf diese Details, keine Ahnung. Hallo Pedro, guten Tag, ich bin wieder zu Hause, sozusagen. Und ich würde gerne den ersten Kreis der Magie lernen. Was ist nicht du, Palan? Das ist wirklich nicht mein Problem. Ja. Lehre mich den ersten Kreis der Magie. Alles. Der erste Kreis des Feuers erlaubt es dir, Runen, die du erschaffen hast, anzuwenden. Du kannst jetzt die Formeln der Zaubersprüche lernen, um deine eigenen Runen herzustellen. Jeder von uns hat sich auf ein Gebiet der Magie spezialisiert. Überlege dir also gut, von welcher Art deine Zauber sein sollen. Das hätte ich dir vorher sagen können. Ich möchte... Ach, das kostet nur 5 Lernpunkte. Sehr schön. Unterweise mich. Dann wüsste ich gerne... Nö. Niemand darf über die göttliche Ordnung. Ich brauche kein Licht, ich habe Fackeln und ich brauche keine Wundheilung. Ich habe ganz viel Essen und Tränke. Außerdem habe ich Alchemie und kann mir selber Tränke brauen. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Unterrichte mich. Ich will Kampfmagie. Blitz klingt gut, oder? Blitz klingt sehr gut. Das Problem ist nur, ich habe keine Blitzrolle. Genau. Du hast keine Blitzspruchrolle für mich. Habt ihr hier was für mich an Blitzspruchrollen oder so? Hey, du. Oder was kannst du mir beibringen? Unterricht. Goblin. Oh, Beschwörung. Interessante Sache. Zeig mir deine Ware. Beschwörung ist eine interessante Idee. Aber letzten Endes... Der Ring reizt mich. Oh ja, der Ring reizt mich sehr. Was habe ich denn an Ringen? Ich glaube, 2 kann ich tragen. Ich habe einen Ring der Magie, Bana plus 5 und einen Ring der Geisteskraft, Schutz vor Magie 3. Hey. Und wenn mich nicht alles täuscht, habe ich hier auch Schutz vor Magie 2. Das heißt, wenn ich ihn verkaufe, habe ich
569. Ja, komm, nimm mal. So, was brauche ich jetzt nicht? Ich brauche definitiv nicht diese Wolfsfelle. Ich brauche definitiv nicht die ganzen Fackeln. Sondern, keine Ahnung, 5 sollten reichen. Komm, 3 reichen, dann brauche ich noch 5 Gold. Und jetzt nimmst du hier noch eine Hornmuschel. Und dann kann ich mir den Ring leisten. Oh Gott, bin ich dumm. Nein, das war der falsche. Oh Mann. Verdammte Axt, ey. Nichts zu holen. Einmal besser aufpassen, bitte. Nichts zu holen. Nichts zu holen. Ach komm. Geht doch. Ach hey, komm, du. Ich will den Ring. Zeig. Oh Mann, bin ich dumm. Na gut, hier 2 Perlen für dich. Dann kannst du Schatulle haben. Goldbrocken würde ich dir lieber nicht geben. Komm, Sumpfkraut brauche ich nicht. Erz werde ich wahrscheinlich noch gebrauchen können. Ich verkaufe dir mal den Klosterbesen, den brauche ich auch nicht. Verdammte Axt. Naja, gut, die schwächsten Heilpflanzen, ne? Ich will eh nur die starken Tränke brauen. Davon habe ich 100 Stück. Komm, nehm mal ein paar. So, das reicht dann genau für den... Das ist der Richtige, ne? Ja, das ist der Richtige. Gib her. Dankeschön. So, und den trage ich jetzt. Mit Stolz. Vielen Dank. Kannst du mir noch was beibringen? Hey! Unterricht, du verlangst mehr von mir. Was? Du kannst mir nicht... Runen des ersten Kreises beibringen? Okay. Das finde ich seltsam. Ich hab was anderes. Also, der warum erfahre ich das jetzt erst? Marduk kann mir Blitz beibringen. Immerhin. Was könnt ihr mir beibringen? Hast du mir noch etwas zu sagen? Nein, im Moment. Ist klar. Segne mich, Meister. Möge Innos... Ja, bla bla. Ich bringe Nachricht von Lord Hagen. Er will Beweise für die Anwesenheit der Drachen und die Armee des Bösen. Also werde ich ins Minental gehen und ihm die Beweise bringen. Gut. Dann wirst du diesem Befehl folgen. Der Paladin Sergio soll dich bis zum Pass geleiten. Möge Innos dich schützen. Ach, das ist ja nett, dass der mich dann beschützt. Finde ich gut. Und hier gibt's wahrscheinlich... Ja, wobei, es ist ein neues Kapitel, ne? Ich weiß seitdem nicht hier. Gibt's was Neues? Zurzeit nicht. Okay, zurzeit nicht. Geh und erledige deine Aufgaben. Ach ja, die Folge ist schon wieder so lang, aber ich möchte gerne noch kurz mit den anderen beiden Magiern sprechen, ob die mir was beibringen und was sie mir verkaufen können. Müsste ich doch gerne. Blitz klingt eigentlich ganz gut, aber ich würde mich tendenziell eher an Eis- und Feuerzauber halten. Hey. So, was kannst du mir beibringen? Kann ich bei dir lernen? Ich werde dich in die Geheimnisse der Alchemie... Okay, ja, Elixier der Heilung klingt gut. Das ist ein stärkerer Heiltrank, als ich selber brauen kann. Aber ich habe derzeit ja noch ein paar Heiltränke. Die reichen noch für eine Weile. Und zur Not esse ich einfach die Pflanzen direkt. Es ist jetzt... Ja. Kannst du mir was beibringen? Nö, kannst du nicht. Okay, gut. Dann hätte ich nur noch oben den... Wie heißt der? Keine Ahnung, wie der heißt. Der Typ, der für die Lagerhaltung zuständig ist. Der hat garantiert Sachen zu verkaufen und kann mir bestimmt auch noch was beibringen. Gorax, genau. Gorax. Erzähl mal. Ach so, haha. Ich brauche einen neuen Schlafplatz. Hier auf der rechten Seite ist noch ein Gemach frei. Nimm den Schlüssel, du wirst dort alles finden, was du benötigst. Oh, das ist ja lieb. Dankeschön. Ich brauche ein paar Dinge. Hast du eine Blitzspruchrolle? Oh, ein Stab der Feuermagier. Schaden 60, Stärke 30. Und ein Zauberstab. Ich hätte gerne Dinge, da brauche ich auch noch 3 Stärkepunkte. Feuerpfeil, Eispfeil. Blitz, da wäre Blitz für 60 Gold. Und dann könnte ich Blitz herstellen. Sehr gut, das überlege ich mir beim nächsten Mal. Jetzt erstmal werde ich mich in meine neue Koje begeben. Kabine. Gemach natürlich. Gemach. Gemach hat er es genannt. Oh, ein Trank. Das ist ja nett. Danke. Und ich habe sogar einen eigenen Runentisch. Wow. In der Truhe ist leider nichts.
aber ich kann reintun, was ich will, nehme ich an. Ein Alchemietisch, ein Rundtisch, super. Und ein Bett. Gut, dann sage ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal, in der nächsten Folge. Bis dahin und hoffentlich geht's dann bugfrei weiter im Minental.